Ja, hallo, schön, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast und ich habe dir heute das Thema mitgebracht, Medialität, Leben in geistiger Verbundenheit oder vielleicht auch anders ausgedrückt, warum solltest du überhaupt in Richtung Medialität gehen? Wo ist der Sinn dahinter? Und natürlich sieht man das aus der Rückblende, wenn man mal über 15 Jahre oder 18 Jahre, bin ich jetzt in diesem Bereich da drin ist, sieht man die Sachen natürlich aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Wenn du am Anfang in dieses Feld eintauchst, Gott, das ist so riesig und das ist so groß und du fühlst dich so klein und du verstehst gar nicht, ja, was willst du hier? Du spürst eine Sehnsucht, etwas zu können oder irgendetwas zu erfahren, du willst hinter das Manifeste blicken, du willst einfach das Unsichtbare sichtbar machen, zumindest war es bei mir so. Und ich habe gedacht, das wäre der einzigste Grund damals, aber da steckt ja noch ein ganz, ganz anderer Grund hinter. Und ich möchte einfach anfangen, indem ich dir das erste Bild zeige von Leonardo da Vinci. Und das Bild ist so ein bisschen bekannt als goldener Schnitt. Ich will aber nicht auf den goldenen Schnitt eingehen, sondern auf etwas, was ich schon in einem anderen Video erwähnt habe. Wir sehen der Mensch, der hier im Kreis steht oder im Kreislauf seines Lebens. Und wir sehen, dass hinter diesem Kreis im Prinzip nochmal ein Quadrat ist. Und in diesem anderen Video habe ich gesagt, dass dieses Quadrat steht für die vierte Dimension, die Zeit. Und wir sehen, dass dieser Mensch im Kreis, eigentlich gehörte dieser Kreis in diese Zeit gezeichnet, also nicht oben über diese Grenzen hinauslappend. Aber ich bin sicher, dass Da Vinci sich was dabei gedacht hat. Und das bedeutet, dass der Mensch zwar unten steht, er ja auf der Erde und hat beide Beine, also in dem Fall ist er ja zweifach hier dargestellt, er hat beide Beine auf dem Boden der Tatsachen, wenn du so willst, und auf der Zeit. Aber er versucht, links und rechts Vergangenheit, Zukunft zu verbinden, indem er aus diesem Zeitkreis rausgeht, versucht aus der Historie etwas zu verbinden und daraus eventuell die Zukunft zu sehen. Und oben drüber sehen wir ja auch, dass im Prinzip der Kreis oben über diese Zeitlinie hinweggeht. Und man könnte aus diesem Bild hier rein schon schließen, dass der Mensch auf der Erde stehend versucht, eben die Zeit zu durchbrechen und den geistigen Raum für sich zu entdecken. Und ich zeige euch jetzt mal das zweite Bild und das zweite Bild kennt ihr ganz bestimmt schon. Und da ich ja wieder einen Spickzettel hier habe, brauche ich jetzt mal wieder meine Brille. Und hier seht ihr den Menschen quasi auf dem Boden kriechend. Hier ist die Erde mit ihren Sternen, mit ihrem Mond, mit ihrer Sonne, mit ihrer Natur gemalt. Und es gibt eine klare Abgrenzung zum Geistigen. Ihr seht das Rad des Schicksals hier. Ihr seht Wolken, die im Prinzip für das fünfte Element stehen, das geistige Element, Äther. Ihr seht, dass es hier auch Ebenen gibt, die dargestellt werden. Und ihr seht, wie der Mensch kriechend noch, ein kriechendes Bewusstsein, also völlig im irdischen Raum, dennoch versucht, diesen geistigen Raum zu sehen und zu erreichen. Und ich nehme mal das einfache Wort, den Himmel zu verstehen. Man muss ja auch sehen, wann dieses Bild, oder ich glaube, das war sogar ein Holzstich, wenn ich das, oder ich glaube, das war sogar auf Holz gemalt. Und das hier ist zum Beispiel nachgefärbt. Und ich glaube, es war 1400 oder 1500, wo das entstanden ist. Also man muss das natürlich aus dieser Zeitraumperspektive sehen. Jedenfalls ist es sehr alt, dieses Bild. Und ihr findet es eigentlich vorzugsweise bei Astrologen, die versuchen, über diese Sterne, Mond und Sonne und die Planeten, die da drumherum kreisen, eben den Werdegang, die Geschichte, die Entwicklung der Menschheit zu verstehen. Dennoch, es ist nicht astrologisch gedacht gewesen, dieses Bild, sondern es bedeutet, der Mensch reicht hinaus aus seiner kleinen Welt, die sehr begrenzt, die sehr limitiert ist und versucht, das Große dahinter zu verstehen, das Unsichtbare zu verstehen und das Unsichtbare sichtbar zu machen und zu sehen, wie wirkt denn diese große
Welt, auf diese kleine, kriechende Welt des Menschen. Und man hat bewusst diesen Menschen hier auch kriechend dargestellt, weil dieser Mensch hat sich noch nicht mal erhoben, er ist nicht aufgerichtet, er ist nicht aufgewacht, er ist nicht erwacht und es ist so, als würde er Hilfe strecken, auch die Hand ausrichten in ein Universum, in ein göttliches Gefilde, in ein göttliches Gefüge. So nach dem Motto, lieber Gott, ich bin so klein, ich verstehe meine Welt nicht, bitte hilf mir, meine Welt zu verstehen. Bitte lass mich in beiden Welten sein. Und so wirkt es ein wenig. Und er hat den Stab quasi hingelegt, auf den er sich stützt und bittet mit der rechten Hand letztendlich um Hilfe. Das heißt, man könnte auch fast sagen, dieser Mensch steht nicht mehr. Und immer wenn der Mensch nicht steht, dann bittet er um Hilfe. Und ich habe ja gesagt, der Titel heute heißt Medialität, Leben in geistiger Verbundenheit. Und erst dadurch, dass der Mensch oder du oder ich oder wer auch immer ja jetzt hier zuseht, beginnt, sich über diesen sichtbaren Kosmos, den wir Welt nennen oder Lebensraum, hinauszustrecken, um zu sehen, da gibt es noch etwas, ein Wirkprinzip, vielleicht sogar ein göttliches Wirkprinzip. Und wie arbeitet das? Wie hängt das zusammen mit unserer Welt? Und hier beginnt Medialität, das Unsichtbare zu begreifen. Wohin gehen wir denn, wenn wir tot sind? Gibt es einen? Gibt es über einen Tod? Wenn wir dieses Bild hier zugrunde legen, dieses bunte Bild, dann wäre es so, dass wir vielleicht am Fuße des Baumes beerdigt werden. Also es würde bedeuten, wir bleiben eigentlich rein körperlich immer in dieser Welt. Der Körper verbleibt auf alle Fälle in dieser Welt. Und deswegen geht in dieser Welt auch nichts verloren. Egal, ob du groß, dick, dünn, lang bist, Frau oder Mann, du wirst zum Schluss zur Erde wieder. Ob das über den Vorgang der Einäscherung ist oder einer normalen Bestattung oder einer Seebestattung, letztendlich wird dein Körper, der quasi hier auf dieser Erde erst entsteht, wird dieser Erde wieder zugeführt. Das ist einfach ein Fakt. Es gibt in der Kirche einige Menschen, die mit ihrem Körper aufgestiegen sind, unter anderem Jesus, unter anderem, ich glaube, Johannes, Maria. Aber das sind nur sehr wenige. Und das hat natürlich nochmal so ein bisschen andere Hervorstellung. Das heißt, man wollte nicht, dass das in diesen Kreislauf der Erde eingeht, sondern sollte für immer unantastbar sein und so bleiben, wie es ist. Und ich kann mich erinnern, wie ich meine Reise in die Medialität angetreten habe. Ich habe diese Bücher gelesen und am Anfang habe ich geglaubt, naja, was haben die denn geraucht oder so, ne? Also man ist ja dann manchmal so ein bisschen abwertend oder bewertend, aber gleichzeitig konnte ich nicht aufhören. Ich fand es so faszinierend. Es war für mich unglaublich, eine völlig neue Welt tat sich auf. Und wer jetzt in diesem Zeitraum in die Medialität strebt oder schon gestrebt ist und sich beginnt, in dieser Medialität, ich sag mal, seinen Weg zu bahnen oder sein Zuhause zu finden, der strebt definitiv danach, geistiges Bewusstsein zu verstehen und sich selbst als geistiges Wesen auch zu sehen, nicht nur als materielles Wesen, was sagt, okay, Klappe zu, Affe tot, ne? Ende aus, Gelände. Nach dem Tod ist da nichts mehr, die Würmer fressen mich auf, aber nichts ist mehr. Aber wenn du jemals in Richtung Meditation gegangen bist und dann spürst du, dass es da andere Dinge gibt, es gibt andere Bewusstseinszustände, es gibt andere geistige Zustände und der Mensch ist deutlich mehr als das, was du dir jeden Tag im Spiegel anschaust. Und deswegen ist Medialität, die Suche nach Verbindung, aber nicht die Verbindung, also wir gehen jetzt hier nicht connecting people, also von einem zum anderen, dass ich sage, ich will mich mit möglichst vielen Menschen zusammenbringen und mit möglichst vielen Menschen zusammen sein, sondern ich möchte
Ich möchte mich auch auf einer geistigen Ebene verbinden. Ich möchte wissen, wo habe ich denn sonst noch Connections? Gibt es einen Gott? Gibt es keinen Gott? Wo gehen die Menschen hin, wenn sie sterben? Und was für Wesenheiten gibt es? Und gibt es noch große Meister? Gibt es aufgestiegene Meister? Was ist mit Engeln? Was ist mit Lichtwesen? Und was ist mit Energien? Wo gehen die Energien hin, wenn ein Mensch stirbt? Wo ist diese Energie? Löst die sich einfach auf und wird zu einem großen Nichts? Und das sind all die Fragen, sind vielleicht im Moment noch sehr unbewusst in deinem Leben. Aber wenn diese Fragen dich eines Tages ereilen, dann wird es nur einen Weg geben, den du gehen kannst. Und das, oder zwei Wege, das ist der Weg im Prinzip in die Medialität oder vielleicht in die alten oder der Weg zu den alten Philosophen. Und wenn wir uns Sokrates und andere angucken, Platon, dann ist diese Suche nach diesem Geistigen tausende von Jahren alt. Und das ist nicht neu, nur weil wir jetzt in Medialität oder dem Ganzen ein anderes Mäntelchen um. Denn gibt es Menschen wie Rudolf Steiner und andere, die diese Wege lange vor uns gegangen sind. Es gibt Seher, die von diesen Welten berichtet haben, die diese Welten sehen konnten, weil ihr Bewusstsein einfach erweitert war. Und ja, das ist der Grund, warum es uns eigentlich in die Medialität ruft. Die Jenseitskontakte sind ein Schlüssel, Beweise zu finden, um zu verstehen, okay, die Information, die kommt, die stimmt. Das heißt, wir lernen dort über die Beweise, die wir über ein Wesen aus der geistigen Welt, also einen Verstorbenen, bekommen und wir bekommen ein Feedback dann vom Klienten, der sagt, stimmt, so sah er aus, stimmt, er ist alleine gestorben, stimmt, er ist zu Hause in seinem Bett gestorben, stimmt, er war selbstständig und so weiter und so fort. Über diese Beweise bekommen wir letztendlich eine gewisse innere Sicherheit, die uns sagt, wenn das stimmt, stimmt auch das. Und daher ist der Weg über die Jenseitskontakte oft essentiell. Und er muss nicht dazu führen, dass du letztendlich irgendwo hingehst und sagst, okay, ich bin jetzt das große Jenseitsmedium und ich connecte mich mit deinen Verstorbenen. Das ist natürlich ein Schritt. Viele bleiben auf dieser Basis einfach auch hängen, das ist auch okay so, und machen dort im Prinzip ihre geistigen Verbindungen. Und ich habe einfach immer gemerkt, eins führt weiter und du gehst immer weiter. Und heute kann ich dir nur sagen, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Und je mehr ich weiß, umso weniger weiß ich, denn umso mehr Welten tun sich auf. Und irgendwo stehst du dann völlig fassungslos als kleiner Mensch dann davor, wie hier in diesem Bild, und kannst nur noch Hilfe suchen, die Hand ausstrecken und sagen, hey, helft mir, das ist mir alles zu hoch. Und das ist der eigentliche Grund, warum es dich in die Medialität zieht. Du suchst nicht nur irdische Verbundenheit zum Menschen, sondern du suchst geistige Verbundenheit. Denn letztendlich entstammst du aus dieser Ebene. Und es ist die Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Aber nicht die Sehnsucht, suizidal nach Hause zu gehen, sondern die Sehnsucht, danach in dein geistiges Zuhause zurückzukehren. Und wenn du das verstanden hast und du kannst das und du kannst in beiden Welten existieren und leben, dann wirst du das Gefühl haben von Zufriedenheit, von einem inneren Frieden, den du erreichst und das Gefühl, wirklich verbunden zu sein, Verbindung zu haben. Und dann hast du das Gefühl, du bist nie wieder alleine. Und ich finde, das ist ja mit Sicherheit schon mal eine Reise wert, oder?